Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 21. Dezember 2018 nach westlichen Astrologie. Heute ist Wintersonnenwende. Und das bedeutet, dass die Nacht der längste ist, Tag ist das kürzeste, aber es kommt eine Wende und das bedeutet, Tag zu Tag wird der Tag länger, Nacht kürzer und wir nähern dann zum Frühling Tag und Nacht gleich und dann kommt Sommersonnenwende, wo der Tag das längste ist und Nacht das kürzeste ist. Und dann folgt die Zeit, wo dann erreichen wir Herbst, Tag und Nacht gleich, wo Tag und Nacht gleich lang ist. Diese Wintersonnenwende war früher noch in Tierkreiszeichen Steinbock. Jetzt ist in Tierkreiszeichen Schütze. Das hat sich verschoben durch den Präzession. Und diese Steinbock, wo früher diese Wintersonnenwende war, ist auch die kardinale Tierkreiszeichen. So wie das früher noch in Tierkreiszeichen Krebs war, diese Sommersonnenwende und die Krebs gehört auch zum kardinalen Tierkreiszeichen. Jetzt schauen wir dieses Bild an. Das symbolisiert die Sonnenaufgang. Naturgemäß beginnt der Tag mit Sonnenaufgang. Und das ist immer das wichtigste Zeit, mit welcher Energie wir etwas starten. Und im Tag ist wichtig, mit welcher Energie starten wir, wie schaut das Horoskop aus bei Sonnenaufgang und dieses Bild zeigt das bildhaft. In der Mitte befindet sich ein Engel, nach Kabbala. Kabbala ordnet die Engel, das ist ein System. Und jeden Tag haben wir einen anderen Engel, die heutige Engel. Nach Kabbala und dieser Engel beschützt uns im Tag, heißt Engel Nanael und hat die Zahl 53. Engel Nanael ist die Engel der Kommunikation, ein besonders strahlender, lichtvoller Engel, gibt uns die inneren Frieden, Glück und Freude, hilft uns guten Umgang mit anderen zu haben, hilft das Sehvermögen, heilt Augenleiden, begleitet uns im spirituellen Weg, lernt uns die Kommunikation mit Gott, vermittelt uns Botschaften durch Meditation. Engel Nanael ist zugeordnet zum Sonne, zugeordnet zum Feuerelement und zugeordnet zum Tierkreiszeichen Schütze. Hier sind die 12 Lebensbereiche. Jeder Lebensbereich entspricht anderen Themen. Und jeden Lebensbereich hat ein Tor. Mit diesem Tor öffnet sich dieser Lebensbereich. Ich starte bei Tierkreiszeichen Schütze, weil bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont auf. Mit dieser Energie starten wir den Tag. Das ist Helios, der Sonnenwagen, und die Schütze zieht diesen Sonnenwagen, weil die Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Ich könnte sagen, das ist die Lokomotive und zieht die ganze 12 Tierkreiszeichen. Ein Monat lang, bald endet sich das, weil übergeht die Sonne in Tierkreiszeichen Steinbock. Dann ist die Tierkreiszeichen Steinbock Helios, der Sonnenwagen oder ich könnte sagen, der Lokomotiv, wo das Ganze zieht, bestimmt die Monatsthemen, die Richtung.
Für die Tierkreiszeichen Schützengeborenen bedeutet diese Energie die Suche nach Licht, nach Wahrheit und Klarheit oder die Ausstrahlung dieser Bedürfnis wahrgenommen werden. Also hier in Tierkreiszeichen Schütze befindet sich die Sonne und befindet sich auch Merkur und Jupiter. Natürlich haben diese Planeten und die Sonne einen Einfluss auf den Schützengeborenen. Und bei Jupiter und Merkur-Energie handelt es sich um Kommunikation, um Nachrichten, um Verträge und Termine. Jupiter bringt Glück und Jupiter vermittelt auch die Gerechtigkeit, die göttliche Gerechtigkeit, aber öffnet unseren Augen auch auf die Ungerechtigkeiten. Die Tierkreiszeichen Schütze öffnet zwar den Tor zu dem ersten Lebensbereich, was die Persönlichkeit symbolisiert, aber wirkt auch im 12. Lebensbereich und sogar übergeht zu dem 11. Lebensbereich. Hier in diesen Plätzen hat die Schütze was zum Sagen oder diese Lebensbereiche sagen etwas für die Schützengeborenen. Erstens die Geheimnisse oder erkennen die geheimen Feinde auch diese Ungerechtigkeiten. Dann Freundschaften zum Pflegen, das ist schon der 11. Lebensbereich und natürlich auch auf die Persönlichkeit achten. Also auf jeden Fall, hier befindet sich die Sonne, hier befindet sich auch Merkur und hier befindet sich auch Jupiter. Merkur und Jupiter stehen in einer Konjunktion. Und das bedeutet, sie treffen sich hier in Tierkreiszeichen Schütze. Sie stehen im gleichen Gradzahl. Und das bedeutet für uns zum Verstehen, sie wirken zusammen. Man kann sie nicht trennen. Jupiter vergrößert etwas. Das wird etwas betont und das ist die Kommunikation. Die Sprache wird betont. Kann natürlich auch möglich sein, dass die Schützengeborenen übertreiben jetzt gerade etwas oder sie wirklich erfahren etwas Wichtiges und was noch beeinflusst diese Energie, das ist die Mond. Mond ist in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und Mond steht in Verbindung zum Merkur und steht in Verbindung zum Jupiter. Und sie liegen gegenüber. Und diese gegenüberliegende Position bedeutet wie eine feine Apothekenschale. Es ist wichtig, die Gleichgewicht halten. Wenn das einseitig ist, und das bedeutet, hier bei Mondenergie handelt es sich um Gefühle, kann auch Mutterthemen sein. Und wenn die Schützengeborenen etwas übertreiben durch diese Jupiter-Energie, weil Jupiter vergrößert etwas, dann kippt die Gleichgewicht, der andere fühlt sich verletzt. Die Kommunikation verläuft dann so, es entsteht ein gewisses Missverständnis und die eine oder andere zieht dann zurück. Hier ist wichtig, die Ruhe bewahren, auf die Kommunikation achten, diplomatisch sein, nichts übertreiben, sondern handeln, ein Entgegenkommen. Und bei Merkur-Energie bedeutet auch zuhören, genau zuhören, was der andere meint. Bei diesen Terminen, Vereinbarungen, Kontakte, Kommunikation sind die Schützengeborenen betroffen und die Zwillingsgeborenen betroffen, weil Merkur, Jupiter steht mit Mond in Verbindung. Die Thema ist
Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Die Thema ist alles, was die Gefühle beeinflusst. Thema kann auch Arbeit sein, weil hier steht, die Tierkreiszeichen Zwillinge, kann auch die Gesundheit sein, wie zum Beispiel Arzttermin und untersuchen, was ist die Ursache zu diesen Krankheiten. Und Thema kann auch bei Mondenergie auch die Mutter sein, Gespräch mit der Mutter. Also das sind die Hauptthemen und das ist die zwei Tierkreiszeichen, wo hier in Verbindung steht. Das nennt man Opposition. Und hier ist wichtig, die inneren Gleichgewicht und darauf achten, diplomatisch handeln und sprechen. Nicht zu viel, nicht zu wenig, eher zuhören, was der andere meint. Und so vermeiden wir unnötige Stress und Missverständnisse. Die nächste Tierkreiszeichen ist die Tierkreiszeichen Steinbock. Die Tierkreiszeichen Steinbock ist eingeschlossen im ersten Lebensbereich. Der erste Lebensbereich bedeutet, die Persönlichkeit, das in Ausdruck zu bringen, die Bedürfnis wahrgenommen zu werden oder etwas verändern im Aussehen. Und das zeigt bei den Steinbock-Geborenen entweder, sie sind jetzt gerade übersehen oder sie sind unzufrieden mit ihrem Aussehen. Und fühlen sie sich wie beschränkt, trauen nichts das zu zeigen, was eigentlich sie in Ausdruck bringen möchten. In Tierkreiszeichen Steinbock befindet sich Saturn und Pluto. Saturn und Pluto und das bedeutet für die Steinbock-Geborenen, hier haben die Steinbock-Geborenen eine Lernaufgabe und die Pluto-Energie zeigt diese Macht des Kraftes, des inneren Kraft. Das ist das Kraft, was alles im Leben hält. Das ist die Kraft der Regeneration. Aber auch die Sexualenergie, auch die Sexualität zum Leben. Der zweite Lebensbereich befindet sich in den Tierkreiszeichen Wassermann. Im zweiten Lebensbereich handelt es sich um Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Das sind die Themen bei den Wassermann-Geborenen. Hier befindet sich die Lilith-Energie. Die Lilith-Energie vermittelt unseren Wünsche, Sehnsüchte, Träume, aber wir neigen dazu, davonlaufen. Wir trauen das gar nicht zu. Und hier ist das Thema die Werte oder Finanzen. Die Sehnsucht ist da, bei den Wassermann-Geborenen Gewinne zu machen, die Finanzen zu verbessern. Und die Sehnsucht, dass sie endlich mal die Wertschätzung bekommen, aber sie neigen dazu, das zu verneinen und sagen zum Beispiel, das steht mir eh nicht zu, ich habe das sowieso nicht verdient, alle anderen haben das, ich darf das gar nicht besitzen. Und hier braucht man die Überzeugungskraft, über unseren Schatten zu springen und unsere Einstellung ändern. Und sofort kommt alles in Bewegung. Noch zurück zum Tierkreiszeichen Steinbock. Mond bewegt sich relativ schnell im Vergleich zum Planeten. Mond ist der große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und aktiviert vieles durch diese schnelle Bewegung und hat einen Einfluss auf unseren Alltag. Mond, durch diese schnelle Bewegung, natürlich erstmal kommt in Verbindung zu Merkur-Jupiter, dann bewegt sich vorwärts und entsteht eine neue Verbindung, eine Verbindung zum Saturn
und auch dann auch zum Pluto. Mond aktiviert also auch Saturn und Pluto. Und das trifft die Steinbockgeborenen, aber auch die Zwillingsgeborenen. Diese Verbindung nennt man Quinkung. Und das ist eine Verbindung, wo man weiß nicht, wie das weitergeht. Das kann, ich würde das vermitteln wie ein Pendel. So könnte ich das bildhaft beschreiben, so wie ein Pendel, wo wir nicht wissen, welche Richtung schlägt das aus, ja oder nein. Und dadurch, weil wir das nicht wissen, welche Richtung bewegt sich etwas, entsteht eine gewisse Unsicherheit oder ein Vielleicht, man weiß nicht. Und diese Unsicherheit verspüren dann die Steinbockgeborenen, aber auch im Tag ganz kurz auch die Zwillingsgeborenen. Und das handelt sich jetzt um innere Kraft von etwas, die anderen überzeugen und natürlich die Pflichten nachgehen, etwas in Form zu bringen. Man traut das nicht zu. Diese Unsicherheit entsteht bei Steinbockgeborenen und bei Zwillingsgeborenen. Hier handelt es sich um die persönlichen Auftreten, hier handelt es sich um die Arbeit oder passiert das im Arbeitsplatz. Die Tierkreis zeichnen Fischen. Die Tierkreis zeichnen Fischen habe ich hier etwas seitlich gelegt. Die Tierkreis zeichnen Fischen sind eingesperrt. Eingesperrt im zweiten Lebensbereich, was die Finanzen betrifft. Die Fischengeborenen haben gerade das Gefühl, es bewegt sich nicht, kommt kein Gewinn oder entsteht Angst. Angst und Gedanken über die Finanzen. Das wichtige Thema ist die Finanzen, aber es ist momentan unbeweglich und durch diese Unbeweglichkeit entsteht Angst. Es kommt momentan nicht im Fluss. Das ist wie verhext. Es ist alles bleibt stehen. Und hier im Tierkreis zeichnen Fischen befindet sich die Mars-Energie. Und natürlich, Mars möchte etwas in Bewegung setzen, aber das ist eingesperrt, wie eingefroren fühlt sich das an. Nicht nur Mars befindet sich hier, sondern auch Neptun. Die Finanzen sind sehr unklar momentan, man kann das nicht greifen. Kann bei Neptun-Energie sogar um die Täuschungen handeln, wenn jemand versucht, etwas vorzutäuschen und uns betrügen. Es ist auch möglich bei Neptun Einfluss und die Thema ist hier die Finanzen. Sogar Chiron befindet sich auch hier und Chiron zeigt, wo weh tut. Das kann bedeuten, zu viel Geld ausgeben oder das Verlust des Geldes. Kann auch bedeuten, dass jemand versucht, Geld aus die Tasche zu ziehen und täuscht etwas vor oder kränkt die finanzielle Situation. Man möchte das verbessern und das ist wie, man stoßt in eigenen Grenzen. Es sind keine Möglichkeiten momentan da, die Finanzen zu verbessern. Aber dieser Zustand wird sich ändern, weil das bewegt sich alles. Was aber schön ist, dass von Venus kommt ein Einfluss auf Neptun und in die Liebepartnerschaft kommt dieser Glück, dieser Ausgleich, Glück in die Liebepartnerschaft. Die Einschränkungen sind in Finanzen. Der dritte Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen wieder. Hier sind die Kommunikation durch Internet, die Verbindungen und Schulungen und Prüfungen, Einladungen, Bewegung, kleine Reise, kleinere Veränderungen, Treffen mit Verwandten oder Nachbarn, Bekannten. Dieser Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen wieder und hier befindet sich Uranus
Und Uranus ist rückläufig. Und das kann bedeuten, alte Bekanntschaften, alte Kontakte wird wieder hergestellt. Die vierte Lebensbereich hat einen Einfluss auf die Wohnsituation. Dieser Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Stier. Auch die fünfte Lebensbereich, wo um die Kinder geht und unsere schöpferische Kraft, unsere schöpferische Energie, unserem Leben zu gestalten. Die Lebensfreude ist hier beschrieben. Beide Lebensbereich wirkt die Tierkreiszeichen Stier. Und die Stiergeborenen haben dieses Bedürfnis, zu Hause was schön gestalten, mit Kindern was unternehmen, diese Lebensfreude haben, zurückziehen und man die Tage genießen. Das ist Stierenergie hier. Die sechste und die siebte Lebensbereich öffnet sich mit Zwillinge. Und das ist die Arbeit, die Gesundheit und die Partnerschaft. Hier bewegt sich Mond. Also aktiviert etwas hier in diesem Lebensbereich bei den Zwillingsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Krebs ist im siebten Lebensbereich eingeschlossen. Thema ist Liebe, Partnerschaft. Es ist unbeweglich. Kann natürlich auch bedeuten, dass die eine oder andere sich zurückzieht. Und momentan ist kein Kontakt da. Hier im Tierkreiszeichen Krebs befindet sich auch die aufsteigende Mondknoten zurzeit bis Ende März 2019, aktiviert auch karmische Themen und gerade im siebten Lebensbereich karmischen Begegnungen, Erinnerungen. Es ist zwar eingesperrt, unbeweglich, das kann auch Rückzug bedeuten, trotzdem liegt die Glück da, weil Fortuna, was Glück verteilt, ist im Tierkreiszeichen Krebs. Die achte Lebensbereich handelt sich um Transformation, aber auch um Finanzen. Finanzen, Investitionen, das in Ordnung zu bringen, wie Terminen ausmachen in Bank oder jetzt abschließen, die Buchhaltung abgeben im Finanzamt und darum kümmern, auch um erbschaftliche Situationen. Dieser Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Löwe und beschreibt die Themen, die Löwengeborene. Gerade in diesem Lebensbereich ist eingeschlossen die Tierkreiszeichen Jungfrau. Sie haben das Gefühl, die ämtlichen Sachen bewegt sich nicht, das ist wie eisgelegt, geht nichts voran, möchten sie einiges loslassen, aber sie halten noch etwas fest, vielleicht ist noch sogar Angst spürbar. Die neunte Lebensbereich handelt sich um die Reisen, aber auch das innere Reise, die Suche des Sinn des Lebens, die Suche nach Gott, diese Tür öffnet sich mit Tierkreiszeichen Waage. Im höchsten Punkt ist die Berufung, das Ansehen, Anerkennung, die Wünsche, was wir alles erreichen möchten. In dieser Richtung fließt die Energie und das vermittelt die Tierkreiszeichen Skorpion und hier befindet sich Venus. Also die Damen haben besonderes Glück, bekommen Ansehen, leben ihre Berufung. Die Venus-Energie hat aber auch mit Kreativität was zu tun und das trifft auch die männlichen Personen, dass Venus unterstützt, jetzt die Berufung zu bestimmen und nicht vergessen, Venus steht in einer wunderbaren Verbindung zum Neptun und Künstler brauchen den Neptun-Einfluss, weil das ist die Inspiration. Also im kreativen Arbeit, im künstlerischen Bereich haben auch die Männer, aber auch die Damen gerade Glück. Und das ist hier mit Skorpion Energie die Transformation, das in Gestalt zu bringen und in Öffentlichkeit präsentieren. Die elfte Lebensbereich symbolisiert die Wünsche, Hoffnungen, Freundschaften. Öffnet sich dieser Tor auch mit den Tierkreiszeichen Skorpion.
Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahre Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.